Servus Menschen, hier ist euer Robbie zu einem erneuten Waffenguide hier auf dem Kanal. Und bevor wir mit dem eigentlichen Thema hier heute anfangen, sage ich euch kurz, was ihr als Gameplay im Hintergrund seht. Und zwar haben wir mal wieder hier heute eine DNA auf der Map Horizon und natürlich mit der heutigen Waffe. Und heute haben wir an der Reihe die Pitaik, noch dazu die Fresh Royale Titanung, die richtig, richtig wunderschön ausschaut. Und ich würde sagen, wir fangen schon mal direkt mit den Informationen zu dieser Waffe an. Die Pitaik ist eine schwere Waffe, die man schon ab dem ersten Level freigeschalten hat, also man hat diese Waffe schon immer frei. Sie ist vollautomatisch, hat die Magazin 100 Schussplatz, im erweiterten Magazin, also mit dem Aufsatz, hat sie dann 150 Schussplatz. Und ich zähle euch jetzt folgende Varianten auf, die es für diese Waffe gibt. Und zwar hier einmal haben wir die Magnified, dann die Adept, dann die LR, dann die Eradicator, dann die Expanse, dann die Savvy, dann die Methodic, dann die Exploit und zum Schluss hier noch die Loophole. Was uns jetzt aber beim Waffenguide interessiert ist, wie stark ist diese Waffe, wie viele Schüsse braucht sie, damit der Gegner stirbt. Und das schauen wir uns jetzt hier gemeinsam an. Und zwar braucht sie hier auf 4 Metern 3 Schüsse auf den Kopf und dann nochmal 3 Schüsse auf die Brust von 4 Metern. Auf 10 Metern bleibt die Kopfsache gleich wieder, 3 Schüsse auf den Kopf. Und bei der Brust machen wir plus 1 und das wären dann 4 Schüsse auf die Brust. Dann kommen wir hier nochmal zu 20 Metern und da tun wir plus 1 beim Kopf als wie bei 10 Metern, also haben wir hier bei 20 Metern 4 Schüsse auf den Kopf und hier auf 20 Metern 5 Schüsse auf die Brust, also einmal mehr als wie bei 10 Metern. Dadurch können wir uns jetzt eine Meinung bzw. ein Fazit bilden. Und zwar ist erstens diese Waffe gut für Anfänger, weil man sie schon immer freigeschalten hat, ist ja logisch. Und da sie echt relativ stark ist. Noch ein weiterer Pluspunkt ist, und das ist bei dieser Waffe die Besonderheit, und zwar nach einer gewissen Zeit, wenn man mit dieser Waffe durchschießt, da verringert sich dann der Rückstoß von dieser Waffe, was übrigens ein sehr, sehr großer Pluspunkt ist. Ein Minuspunkt haben wir zwar auch, aber ich finde den jetzt nicht so groß eigentlich, den Minuspunkt. Und zwar hat sie ein komisches Visier, manche Leute mögen dieses Visier nicht, mir tut es zum Beispiel persönlich nichts, nach der Zeit gewöhnt man sich auf dieses Visier, also ist es jetzt kein großer Minuspunkt, also ist diese Waffe schon fast ganz positiv und im Großen und Ganzen kann man sagen, es ist wirklich eine sehr, sehr gute Waffe und auch auf jeden Fall weiter zu empfehlen, macht Spaß mit der zu zocken, also könnt ihr sie auf jeden Fall mitnehmen, falls ihr Anfänger seid, auch falls ihr Fortgeschrittener seid, dann könnt ihr leicht Gameplays erspielen hier oder so, was ihr auch immer wollt. Auf jeden Fall ist eine sehr, sehr gute Waffe hier. Wir können aber noch Aufsätze draufpacken, damit wir diese Waffe noch mehr perfektionieren. Und zwar hätten wir hier einmal wie bei fast jeder schweren Waffe einfach schnell Ziehengriff, weil man mit diesen schweren Waffen wirklich langsam unterwegs ist. Und dann noch den Vordergriff draufpacken. Ihr fragt euch jetzt sicher, hey, wieso? Nach einer Zeit wird ja der Rückstoß fast null sein. Aber da mit dem Vordergriff wird diese Zeit verringert. Kommt mir persönlich vor, ich habe es jetzt nicht gemessen, aber diese Zeit wird verringert. Also hat sie dann fast wirklich 0% Rückstoß und das ist dann wirklich overpowered. Und das war's auch schon wieder mit dem heutigen Waffenguide. Ich hoffe, er hat euch natürlich wieder gefallen. Heute 3 Waffenguides, morgen wieder 3 Waffenguides und dann ist es nicht mehr weit entfernt von Black Ops 3. Ihr könnt ja gerne eure Meinung von Black Ops 3 hier unter dieses Video schreiben, obwohl sicher nicht viele Leute dieses Video anschauen werden, aber für die Leute, die hier dabei sind, Respekt an euch. Mich freut es immer wieder, unter dieses Video Kommentare zu sehen und ich würde einfach sagen, wer sich dieses Video bisher reingezogen hat, diesen Waffenguide, der hat entweder kein Leben oder hat kein Leben. So sind halt diese Menschen heutzutage. Haut rein und ciao. Kann, denn 4,5 Sekunden ist eine wenige Zeit, dann überhitzt sie, aber mit den kühlen Körpern verringern wir die Überhitzungszeit sozusagen. Und um den Minuspunkt wegzutun, dass sie den hohen Rückstoß hat, ist der Vordergriff zu empfehlen und generell bei